GZSZ Folge 6531 vom 18. Juni 2018. Wird aus Laura und Felix mehr? Es knistert gewaltig zwischen Laura Krüsand-Hikawazi und Felix Tadeu Smailinger, läuft schon seit einiger Zeit etwas. Sie hatten sich ursprünglich zusammengetan, um gegen ihre Gegner Katrin Ulrike Frank und Jo Gerner, Wolfgang Barrow, zu kämpfen. Und auch im Bett spielte sich bei den beiden durchaus schon etwas ab. Aber wirkliche Gefühle waren nicht im Spiel. Das könnte sich nun allerdings ändern und ein unvergessener Geburtstag, Zufall oder Schicksal? An seinem Geburtstag trifft Felix auf Laura, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Schnell kann er sie überreden, sich im Kaff krank zu melden und den Tag mit ihm zu verbringen. Felix möchte sich eine neue Uhr kaufen und schleppt Laura in ihrer Arbeitskleidung mit zum Juwelier. Die fühlt sich zunächst etwas überrumpelt, fängt sich aber schnell. Als sie die abwertenden Blicke des Juweliers auf ihr Äußeres bemerkt, legt Laura eine filmreife Darbietung hin. Sie gaukelt ihm und der anwesenden Kundschaft vor, eine reiche Schauspielerin zu sein, die nun in der Drehpause ihrem Assistenten eine Uhr schenken möchte. Für die beiden wird die Aktion zum Heidenspaß und vielleicht zum Wendepunkt ihrer Beziehung. Felix zumindest scheint es schwer erwischt zu haben. Beim Mauerflower Festival am Abend sind seine Blicke eindeutig und